Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire und Ishbrith Throckmorton bat uns ein paar Plakate tatsächlich hier zu verteilen und nun, ich bin der Meinung, dass wir da mit letzten Part sehr gut umgegangen sind. Da hinten ist ein schönes Feuerchen jetzt. Oh, jetzt will ich mal wissen, was er dazu sagt. Good evening, Mr. Throckmorton. Dr. Reed. Can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Yeah, you. Ihre Plakate wurden zerstört. Okay, Yeah. I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Oh, herrlich. Gut, wir wissen aber über den noch nicht genug. Also er hat den Tod nicht verdient, er ist einfach nur ein Vollidiot. Und er ist sogar, schaut euch mal das mentale Stärke an von 4. Er ist einfach so ignorant, wir können ihn nicht übernehmen. Oh Mann, warum beschützen sie die Notunterkunft? Tell me, Ichabod, why do you consider Ichabod, yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Mhm. Das ist ein Argument, hinter das ich mir hinterkommen kann. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Oh, der würde einen Vampir nicht erkennen, wenn er vor einem steht, ne? Und wie er läuft allein schon. Oh Mann, okay. Okay, okay. Auf jeden Fall, der Bezirk ist auf jeden Fall behandelt. Ihr kennt immer noch 4 Leute noch nicht, was mich ein bisschen Sorgen bereitet. Also mir zumindest ein bisschen Sorgen bereitet. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo Quests in der Nähe haben, die wir tatsächlich bearbeiten können. Begib dich zur Apotheke. Die ist nicht hier in der Nähe. Genau, die ist auf der anderen Seite. Vom den ganzen Kram hier. Das hier ist auch nicht in der Nähe. Das ist semi in der Nähe. Also die Docks, da wären die Apotheke wäre vielleicht noch das nächst bessere Ziel. Was haben wir hier? Finde das Paket von Bradley Lewis. Ja, Game, lade es nach. Das ist in Whitechapel. Dann die Witwe. Neuer Dialog verfügbar. Lady Ashbury will was sagen, aber... Hm. Okay, mit der Quest geht's nicht weiter. Was ist denn da? Witwe in Nöten. Das ist ein Shorn. Wo steht die eigentlich, die Frau? Ja, die steht wahrscheinlich irgendwo in Whitechapel herum. Okay, auf jeden Fall, der Ort ist kritisch. Wir sollten bei ihm mal noch vorbeigucken, bei dem Ort hier, wegen seiner harten Migräne. Whitechapel ist noch ein Thema, aber das können wir hier nicht lösen. Das heißt, wir haben hier in den Docks alles abgehakt. Ich würde ja gerne mal kurz nach zum Krankenhaus gehen und da mal die ganzen Quests abhaken. Ich würde jetzt gerne mal die ganzen Quests der Reihe nach abhaken, damit wir halt eben die IPs zusammenbekommen und damit der nächste Aufstieg eben... Ja, damit wir eben die Möglichkeit haben, in die nächsten paar Levels tatsächlich auch ein bisschen was mitzuhalten. Das heißt, ich gehe jetzt mal nach den Docks und zwar gerade die eine Dame hier, oder die 2 Jungs hier im Krankenhaus mit der Apotheke. Hier war den Docks auch was zu tun. Das heißt, wir könnten schon mal in die generelle Richtung hier gehen und uns das mal angucken. Und dann könnten wir sowieso, nachdem wir ja zu Brambrook Hospital müssen, das uns mal antun. So, hier, weiter. Ratte! Ratte? Wo Ratte? Wo ist die Ratte? Da ist die Ratte. Mm. This is despicable. Despicable me, ne?
So, dann gehen wir da auch mal weiter. Schauen wir uns das mal weiter an. Gehen wir mal zur Apotheke. So, wo ist denn die Apotheke? Hallo? Ich bin's, Dr. Reed. Ich habe nichts Böses vor. Das sogar im Ernst, muss ich dazu sagen. Ratte! Ratte. I have this thirst for blood. Ja, ja. Loot! Oh. Ausrissene Tagebuchseite. Das wird jetzt wieder mal eine Tragödie. Ich hasse mich dafür, dass ich wegschaue, wenn sie mich wegen meiner Hautfarbe verspotten. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Mädchen weine, wenn sie mich beleidigen. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Junge fluche, wenn sie fort sind. Ich hasse mich dafür, dass ich meine Eltern hasse. Ich hasse mich dafür, dass ich lächle, wenn Kunden mich die traurige Birna nennen. Ich hasse mich dafür, dass ich nie den Mut finde, Tom meine Gefühle zu gestehen. Interessant. Jetzt wissen wir auch, warum sie da arbeitet. Moment, wer ist das? Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. Ach ja, das ist Cox. Ich hab dich wegen deinem Hut nicht erkannt, sorry. Ich hab so einen ähnlichen Hut auch, ne? Der hat bloß 90 Grad Krempe und nicht eine 45 Grad Krempe. Ist das die... Genau, das ist die Bar. Dann können wir mal mit der werten Dame mal quatschen. You still working at this hour? That's what I call dedication. Yeah, indeed. Ich hab so einen Drang, das zu tun. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Interessant. Ihre wahren Gefühle für ihren Boss. Hat Tom sein Verbrecher da sein hinter sich gelassen? Das ist eine gute Frage. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Wer lacht über sie? Liebt Tom sie auch? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the color of my skin. He hates jokes about us. Okay, da gibt's nicht viel mehr dazu sagen. Goodbye, Miss Cavendish. So I should shut the turquoise for a time. Naja. Mal schauen, wir wollten ja zur Apotheke. Die ist ja straight ahead, ne? Haben uns ein bisschen ablenken lassen. Geht's hier durch? Hey, das gab's vorher noch nicht. Bin mir ziemlich sicher sogar. Nice, eine Abkürzung. Pullerfabrik. Okay, das ist gesund, die Ecke. Interessant. Steady, boys. We've got one of them here. Ach nö. Okay, du hast es jetzt selber auf dich hereingelassen. Also, schau dir das an. Das hast du dir jetzt nur selber zu verdanken, mein Freund. Aua! Don't like that, do you? Yeah, I don't like it, indeed.
Take it and leave it. So. So. Wie gesagt, durstig verlasse ich einen Kampf nicht. So. Hat sich das auch erledigt. Ein kleiner Exkurs, meine Damen und Herren. Ich lasse mich nicht weiter vom Weg abhängen. Ablenken. Gibt's hier noch ein bisschen Loot? Nee, gibt's nicht. Sagt er und lasst es sich vom Weg ablenken, ne? Oh Mann, wo ist jetzt hier die Apotheke? Oh, nö. Schon wieder so ein Dude, aber der ist nur Level 14. Okay. Ein Level 16er. M.H. Griffin. Ist das der Griffin? Ich habe keine Ahnung. Wer von euch beiden ist Griffin? Egal, wer von euch. Auf jeden Fall, ich... Ach, okay, du bist Griffin. Okay. Habe ich schon mal den richtigen parat. Ach, da ist er jetzt. Spring nicht so herum. Ich sehe nichts mehr. So. So, und jetzt hat... ich will meine Lebensenergie wieder zurückhaben. So, und jetzt halt auch hier und hier und... Und schon. Und zack. Und zack und zack. Gib mir mal dein Blut wieder zurück. Und zack und zack. Und zack. Nächstes Mal kriege ich mein Blut wieder. Das tat jetzt gerade ein bisschen weh. Das war uncool. So, und jetzt gib mir mal mein Blut wieder zurück, was du mir geklaut hast. Und jetzt machen wir hier den ganzen Theater. Schluss hier. Kamerad, das ist unlustig. So, und jetzt zu Ende mit dir. Und zack. So. Lässt du auch was fallen, was ich von Interesse habe? Nö, hast du nicht. Nee, Idiot. Dr. Stickles. Dr. Sticklands Liste. Bestellt von Dr. Theodore Stickland, Pembroke Hospital. Liste der Zutaten einer Substanz. Lachyma papaviris. Medizinisches Opium. Okay. Natriumhypochlorit, Kaliumpermanganat. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Yep. Indeed. Never a good move, aber sagen wir mal so, wir haben jetzt nicht wirklich was Zeug da, was so jetzt so gerade, wie soll man sagen, schmerzlindernd ist. Es ist. Ja, ne? Mal gucken, wie weit wir das treiben können. Oh, nicht schon wieder, Kollege. Aber Level 16, die sind. Geht ja noch. Kollege, lernen kämpfen. Sagt er und wird angeschossen. Ja, ja, ich heil mich schon. Komm schon.
Dein Blut möchte ich gerne wieder haben. Oder leih mir mal deins von. Du hast ja gerade so viel über. Ich bin ein bisschen Blutarmut, schau mir ins Gesicht. Ich bin noch ziemlich bleich. Mhm. So. Alter, das tat weh. Das gibst du mir wieder zurück, was du mir gerade gestohlen hast an Blut. Das kannst du mir aber sowas von sicher sein. So. Das Blut kriege ich wieder. Wie gesagt, durstig gehe ich nicht aus dem Kampf. So. So auch hier, mein Freund. So. Story erledigt. Schauen wir mal. Hast du irgendwas fallen gelassen, was ich von Interesse finde? Ja, eine Feder ist nice. Okay. Niedlich, aber nicht unbedingt intelligent von dir. Gut, dann ab nach Pembroke Hospital. Oh Mann, ich möchte jetzt nicht unbedingt jeden Teil kämpfen, weil das ist immer so langfristig. Ja, ja, ein Leech. Ja, ja, ist schon gut. So, und jetzt hol mir mein Blut wieder. Alter, raus hier. Dieses Nebelzeug ist echt gefährlich wie Sau. Vor allem, man sieht nichts. Man kriegt dauerhaft Schaden. Voll der Scheiß, sag ich dir. So, und jetzt hier. So, und ich hole mir jetzt wieder mein Blut. Ich finde es ja so sch... Wow, 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 das tat jetzt... Das war jetzt ungemütlich. Ja, ja. Du weißt schon, dass ich hier drüben bin. So. So, dann haben wir auch das hier wieder abgehackt. Also 17er kriege ich mittlerweile ziemlich gut gehandelt. Also, ja, es ist okay. Es dauert mir ein bisschen zu lang für meinen Taste, aber ich kriege sie gebacken. Lass mich mal kurz O zapfen. Komm schon. So. Nee, nee, nee. Du klaust mir nicht mein Blut. Das kannst du sowas von knicken hier. Doch, kannst du. Und zwar ziemlich easy going sogar. Sobald ich meine Ausdauer wieder habe. Der Ausdauerkiller, der du bist, der ist echt nervig hier. Weißt du was? Machen wir es so. So, jetzt haben wir. Und aus dich sauge ich sowas von leer, Kollege, du. Darauf kannst du aber Gift nehmen her. Oder nimm's nicht, weil sonst das trinke ich nämlich dann, ne? So. So. Oh Mann, den nächsten Hit wirst du nicht überleben, verdammt. Ich hätte den O zapfen sollen. Na gut, egal. Durstig bin ich jetzt nicht, aber leicht angequetscht, ne? Nicht so geil. Gut. Dann schauen wir mal in Pembroke Hospital nach, was wir jetzt bezüglich dieser Opium-Geschichte machen können. Wir wollen ja nicht die ganzen Opiums umhauen. Opium-hauen, so rum. Verschlucke ich mir meinen eigenen Wortwitz, ne? So, wo ist der Kollege? Ja. Mit wem quatsche ich denn da am besten? Theodore Stickbird, genau. Stickland. Irgendwie so ähnlich hieß der. Mit der Dame muss ich auch noch quatschen. Mit unserer verrückten Nebenmann. Pippe. Hawcroft.
den Namen kann ich nicht aussprechen oder zumindest lesen in der kurzen Zeit. Stickland, da haben wir ihn ja. Da ist er. Kollege! Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Der Zulieferer ist fort. I located the shop, but it was vandalized and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Über ihre geheimen Tests. I want to know about these secret tests you run and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Sie haben meine Unterstützung, haben wir nicht schon genug getan zu tun? Das ist nicht ihr Ernst. Jetzt bin ich mir jetzt aber nicht wirklich sicher, ich bin mir exakt nicht sicher, was, wir wissen ja nicht, wie Reed tatsächlich an seine Ergebnisse gekommen ist, daher ist das gut fragwürdig, dass der gar nicht mal so falsch liegen kann, damit dass er unserem Vorbild folgt. Er sollte es aber nicht tun. Haben wir nicht schon genug zu tun? Don't you think we have enough work already? Perhaps now is not the best time to be chasing shadows. Chasing shadows, really? It's funny those words coming from the only doctor here who has spent more time outside this hospital than in. Ja, er hat nicht ganz Unrecht. Wir müssen halt ein bisschen vorsichtig damit sein. Goodbye, Dr. Strickland. So, damit haben wir auf jeden Fall die... I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, damit können wir besorge dir die Inhaltsstoffe und das Medikament. Besorge die Inhaltsstoffe und fertige das Medikament an. Gut, das können wir schnell machen. Das machen wir noch in dem Part. Vor allem Eisentraktat ist ja relativ üppig und reichlich vorkommend. Flasche mit Alkohol, Eisentraktat, Jonathans Uhr. Warum darf ich die zerlegen? Ich werde doch nicht seine eigene Uhr zerlegen. Ja, okay, ich habe hier... Auf jeden Fall, das ist meine Neurologie-Medikament. Da brauche ich mindestens eins von. Ich finde es ja witzig. Wir haben hier mit Opium tatsächlich was zu tun. Wir verdammen aber seine Art und Weise, es zu tun. Also, ganz falsch liegt er ja nicht, ne? Okay, wir haben vorhin einen wegen Blutarmut haben wir was abgegeben. Das heißt, wir müssen mal kurz was nachbauen. Genau. Kaliumpermanganat haben wir auch nicht mehr genug. Wie kann ich jetzt diese verdammte Sache nachbasteln? The flower's dying. It needs water. Ja, dann schütt doch was drauf. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe doch keine Ahnung von Flowers, ne?
Na gut, aber wie wir die Pflanze retten oder ob wir sie retten können, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott.